Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von CrossCode. In der letzten Folge war ich noch am Überlegen, ob ich jetzt, als erstes hier weitergehe, in die gewöhnliche Lichtung, oder in Rookie Harbor, weil wir beides die Feuerfähigkeit gebraucht haben. Und ich habe mich jetzt schlussendlich dafür entschieden, erstmal den Mainplot weiterzumachen, weil wir ja gerade alleine sind und ich möchte kein Gebiet alleine erkunden müssen. Deswegen... Genau, Emily ist offline. Den anderen Typen haben wir noch nicht kennengelernt. Hier Lynn hat auf jeden Fall gesagt, sie kennt jemanden, der uns eventuell begleiten wollen würde. Das andere neue Mitglied, wer auch immer das ist, wahrscheinlich ist es Apollo. Oh ja, Apollo würde Sinn machen. Oder wir treffen noch jemanden. Oh, Apollo wäre aber scheiße, weil Apollo hat ja die gleiche Klasse wie wir. Das wäre ja lame. Zumindest wäre es lame, ihn als zweiten Charakter zu bekommen. Ich glaube eher, dass es ein Hexercast wird, weil ein Tank wäre halt echt öde. Und ein Hexercast ist aufregend. Deswegen denke ich mal, es wird als nächstes ein Zauberer dazu stoßen. Zumindest kann ich das hoffen. Oder wurde das sogar schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ja, auf jeden Fall schnell reisen wir jetzt mal da hoch. Nach Tempelmine. Nach Bergen. Und dann. Genau, in die Mitte der Stadt. Quests sollten wir keine weiteren haben. Ich kann nochmal nachgucken. Zumindest jetzt hier mal in Bergen, weil wir gerade da sind. Und. Gott sei Dank. Ich gucke mal noch schnell, was wir offen haben an Quests. Sollte aber ziemlich übersichtlich sein. Halbrosa Aussichten. Genau, da brauchen wir das Holz. Hier brauchen wir Holz. Und hier brauchen wir mehr Analyse von Pflanzen. Gut. Ansonsten habe ich, glaube ich, relativ viele Kisten jetzt abgefarmt. Nicht abgeschlossen, eher aufgeschlossen. Ihr wisst ja, was ich meine. Und... ja, ich denke auf jeden Fall, das ist die richtige Entscheidung, jetzt erstmal weiterzugehen. Das ging ja schnell. Hi. Hi. Hallo. Entschuldige, ich war gerade mit den Gedanken ganz woanders. Ich bin Citron, das andere neue Mitglied der ersten Gelehrten. Oh. Lynn hat mir gerade deinen Kontakt gegeben und lässt dich schön grüßen. Also, schön dich kennenzulernen. Keine Sorge, ich weiß über das Problem mit deinem Sprachmodul Bescheid. Und ja, wir scheinen fast den gleichen Level zu haben. Also ich kann mich deiner Party anschließen, ja? Mhm. Allerdings bin ich heute noch beschäftigt. Wenn du also nichts dagegen hast, bin ich morgen mit von der Partie. Wäre das für dich in Ordnung? Aha. Okidoki. Nun dann, bis morgen, Lea. Bye. Sieht so aus, als hättest du bald eine Party mit drei Leuten. Mhm. Sehr schön. Der Junge scheint einen Hexercast zu spielen. Die können in einer Party sehr nützlich sein. Oh. Ich bin schon gespannt. Allerdings müssen wir dafür erstmal warten, bis morgen ist. Oh. Jetzt, wo ich das sehe, scheint es mir fast so, als könnten wir tatsächlich noch nicht in die Wüste und in das Gebiet in Autumn's Rise. Weil wir ja hier ein Flammensymbol hatten. Ich dachte, das wäre dafür, dass wir den Flammenangriff haben, aber eventuell müssen wir was anderes haben dafür. Eine neue Art Schlüssel? Naja, darüber philosophieren bringt nichts. Ich könnte es ausprobieren, aber nö. Ich sehe, du hast die blaue Eisform. Du kannst nun die Laserbahn nehmen, um zum Maronental zu gelangen. Aha. Das Maronental. Da gehe ich gleich hin. Ich muss erstmal noch die Büsche mit abfarmen. In denen nichts Ordentliches drin ist, wie es scheint. Hier sind noch ein paar. Ja. Schön alles mitnehmen, dann muss ich später nicht farmen. Weil wir jetzt ja auch die Fähigkeit haben, dass wir, wenn wir den Kampfrang erhöhen, dass wir... alles führt nochmal runter. Dass wir die Bonus-Drop-Chance auch auf die Kräuter bekommen. Also auf die Kräuter und Erze und so. Ein Waffenhändler. Habe ich sofort gesehen. Soviel zum Thema, wir kommen nicht in die Wüste. Marontal klang für mich ehrlich gesagt nicht wie eine Wüste, aber nur gut.
hier drüben. Dann ist das hier wahrscheinlich Wüste und das hier wird wohl Sumpf sein. Na, mal gucken. Stachelschiene. Ich brauche 3 Gewürzkisten dafür. Und dann verliere ich ganz viel Angriff. Statusrausch, was macht das denn? Beschleunigt zufügen und Effekt von Statuseffekten. Dann kann man ein Dot-Bild spielen. Das ist cool. Und mehr Fokus, aber verlängert so viel Angriff. Ich mag unseren normalen Grundangriff schon sehr gerne. Weil man dann die normalen Gegner, die schwachen Gegner auch einfach mit wegkloppern kann. Das war wieder sehr schlau. Einfach da reinzuspringen. Gut, dass wir diesen Platz gefunden haben. Warum ist es hier so heiß? Ja, schrecklich. Er ist arschkalt und jetzt sau heiß. Wie beim Summer Breeze. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ihr habt, Leute. Ich mag das Wetter hier. Du hast vermutlich den Temperatursensor runtergestellt. Nö, ich mag einfach nur die Wärme. Ich kann nicht mal... Okay. Ja, dieser Temperatursensor, der ist auch cool. Ich finde den super. Okay, hier unten rechts befindet sich eine Truhe. Die markiere ich gleich mal für späteres Abfarmen von Loot. Wie auch immer man darauf kommt. Aber da sind noch ein paar Büsche, also kommt man da wahrscheinlich wirklich hoch. Ich meine, offensichtlich kommt man da hoch, sonst wäre ja kein... Ich bin oben. Nein, ich bin nicht oben. Ich habe gelogen. Mist. Komme ich dann von hier oben ran? Kann ich diese komischen Dinger? Nein. Da oben sind Büsche, hier sind Pflanzen, hier sind Büsche. Ah, die kann ich wegschlagen, die Kakteen. Ich mag auch die Musik unheimlich in diesem Spiel, die ist so schön. Die ist auch immer so schön passend. Ah, oh, das war schlau. So komme ich dann nämlich viel einfacher rüber. Wenn ich einfach nur auf die richtige Seite springe. Super. Wir bekommen... Ich habe nicht gesehen, was wir bekommen haben. Irgendwas haben wir schon gekriegt. Gleich mal die Markierung wieder entfernen. So. Ach, jetzt habe ich die Büsche da vergessen. Moment. Nicht, dass die gute... Tulip, oder wie sie heißt, noch einen Herzinfarkt kriegt, wenn wir einfach Sachen stehen lassen. Außerdem suchen wir ja eh noch Holz. Ich habe jetzt nichts zu trinken da, das ist irgendwie doof, weil ich auch nur 1-2 Folgen aufnehmen will. Huch! Hallo, Mensch! Du sehen ratlos aus. Du betreten Maronental, sandig heiße Wüste und Heimat von uns Schad. Alle Menschen willkommen. Du besuchen Baki Ikum. Geschäftige Stadt der Schad. Hat großen Basar mit großartigen Angeboten. Oh. Mensch, wollen wissen mehr? Sprechen mit mir. Huch. Wer ruft mich jetzt an? Bonjour, Lea. Hi. Sag, bist du gerade frei? Ich würde mich nämlich gerade echt gerne deiner Party anschließen, wenn das für dich in Ordnung ist. Aha. Tribien, bist du zufällig gerade im Maronental angekommen? Aha. Bon, ich bin in einer Sekunde da. Yay. Danke fürs Warten. Hat dich dieser Vogeltyp da drüben auch schon angesprochen? Vogeltyp? Sieht für mich eher aus wie eine Echse. Aha. Er macht das mit allen neuen Spielern, die zu lange rumstehen, ne? Ich war erstaunt, mal eine nichtmenschliche Rasse zu treffen. Also dann, wir sollten nach Baki Ikum gehen, richtig? Klingt wie die nächstgrößere Stadt. Mhm. Also dann, nichts wie ab. Yay, da ist sie wieder. Wir haben es endlich geschafft. Puh. Nach der Eiseskälte in Bergen ist mir die Hitze echt willkommen. Das sagst du so einfach. Ich schwitze jetzt schon. Ach, hör auf, du kannst doch die Simulation der Hitze einfach abschalten. Aber ich will die Immersion nicht zerstören. Aber das ist einfach zu heiß. Mir bleibt wohl keine Wahl. Ja, bevor du dann Kreislaufprobleme kriegst und zusammenklappst, wäre das vielleicht die bessere Entscheidung. Mensch, wollen wir den Weg nach Baki Ikum? Mhm. Einfach, Mensch, einfach folgen diesem Weg nach Westen. Du bald müssen gehen Süd, dann West. Und folgen Weg unter Felsbögen. Du dann müssen gehen Nord und erreichen tiefen Abgrund. Nutze Steine umspringen drüber. Danach du müssen gehen West wieder und du werden erreichen große Narbe. Tolle Sicht auf Sanduhrgebäude. Mensch, gehen weiter West und werden bald erreichen Maki Kuben. Mensch, sehen verwirrt aus. Kein Problem, einfach folgen Wegweiser. Wir werden zeigen Weg nach Baki Ikum. Sie werden zeigen. Danke. Zorkende Flosse, Bohrstein, Phönixfeder. Oh ja, die können wir gebrauchen. Für den Fall, dass wir sterben sollten. Gemüsekiste, Würzkiste. Aha.
Feurige Semmel, Fruchtsalat, Tofu-Cracker, Gemüserollen. Oh, lecker, lecker, lecker. Gemüserollen und Tofu-Cracker. Mmh. Wie funktionieren Tofu-Cracker eigentlich? Gibt's das? Klingt sehr cyberpunkig. Da fressen sie ja auch alle nur noch Tofu, weil es nichts anderes mehr gibt. Oh, hey, Fremde. Hi. Dein erstes Mal hier? Aha. Ha, ich auch. Bin echt froh, dass wir nach der Tempelmine eine Verschnaufpause bekommen. Aber ich kann da hinten schon neue Gegner sehen. Krabben! Der Skorpion aus Final Fantasy. Naja, es ist ein Skorpion mit einem Roboterschwanz. Ja, ja, ist okay. Ich hoffe, die verhalten sich auch so süß, wie sie aussehen. Ich bezweifle stark, vor allem nach der... nach dem Kommentar. Überleg mal, wenn wir so ein Gerät machen könnten. Wir müssen alle Gebiete kartografieren, um sie an die Seeker zu verteilen. Lass uns das dem Boss vorschlagen, wenn wir ihn später sehen. Klar, warum nicht? Was ist das? Kann ich... Moment, zu dem gehe ich gleich. Jetzt will ich erstmal... hier hoch und dann... da hoch? Nein? Komm hier nicht hoch? Ach Mann. Ich komme da schon noch irgendwie hoch. Ah, eine Rapierkarotte. Flossenkappe, Dessertweste, oh mein Gott. Und Wüstensandalen. Davon kann ich nichts herstellen. 88 HP. Oh ja. HP-Regeneration? 12 Verteidigung, aber 88 HP und Fokus. Was genau macht denn Gib ihm? Ah ja, okay, das kann ich. Darauf kann ich verzichten. Habe ich den Schaden bei Gegnern, die gelähmt, schwach oder gebrochen sind. Aber HP-Regeneration regeneriert im Kampf alle 60 Sekunden den angegebenen Prozentsatz der maximalen HP. Die Heilungsrate steigt mit Prozentsatz. Das ist schon echt nicht schlecht. Und Volltreffer ist auch gut, weil wir so viel Fokus haben, nicht wahr? Yep. Ich wünschte, ich wüsste, wie viel Prozentchance auf Crit wir haben. Kann ich das irgendwo einsehen? Nein. Nein. Schade. Wie komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Irgendwie muss man da hochkommen. Weil das sind schließlich auch schon Leute oben. Ah, wahrscheinlich von links. Lass mich raten, du hast eine hohe Feuerresistenz. Resistenz minus 25%. Gegen was? Ach, gegen Eis. Okay. Ich schätze mal, das ist Eis. Ui! Oh mein Gott, ja, gib ihm, Emily. Ja, war jetzt nicht so gefährlich. Macht zwar recht guten Schaden, gibt aber auch nur 4 XP. Ich glaube, wir sind immer noch ziemlich überlevelt. Ich komme so auch nicht hoch. Das ist ja interessant. Moment, was? Wenn ich hier nicht hochkomme. Moment, jetzt mal die Kiste einzeichnen wieder. So. Nein, das ist keine Kiste. Dann muss ich ja von da rechts raufkommen. Ist das alles Clip? Ja. Hopp. So. Ach, hier, die Kisten hier, oder? Ah, und dann hier rüber und da. Ah, okay. Hab's rausgefunden. Ihr sagt gar nichts, das ist schon wieder ein bisschen enttäuschend, aber das ist definitiv zu verkraften im Vergleich zu dem, was andere Spiele so bieten. Moment, hier lang. Mist. Auf nach links. Die Kiste holen und vielleicht kommen wir ja noch nach Süden. Scheint aber nicht so. Goldener Beutel. Ja. Wird schon gut sein. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da muss es ja auch irgendwie hochgehen. Nicht über die Vase? Auch nicht. Merkwürzig. Na gut. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finde ich das ja später noch. Mann, wir haben gerade gestern echt lang gespielt, ne? Mhm. Ich habe gestern Nacht kaum geschlafen. Oder vielmehr heute. Oh Mann, ja komm, das bisschen Schlafmangel, jetzt stell dich mal nicht so an. Damit lebt ein wahrer Gamer seit Jahren. Oh! Jedermanns Lieblingsfreund. Hi!
Lea, hallo. Hi. So führt uns das Schicksal wieder zusammen, hä? Ich habe gerade einen anderen Spieler losgeschickt, eine Sonde zu installieren. Hä? Das war einfacher als erwartet. Das sollte recht sein. Tut mir leid, aber ich bin gerade ein bisschen gedanklich abgedriftet. Jedenfalls, würdest du mir noch einmal helfen? Mhm. Wirklich fantastisch. Ich danke dir vielmals. Die Aufgaben sind die gleichen wie beim letzten Mal. Ich will wieder einige Daten sammeln. Dieses Mal von Maronenthal. Eine sehr ländliche Gegend, aber ich brauche die Untersuchungsdaten trotzdem. Hier eine neue Liste für dich. Wieder ein paar Gegner und eine Sonde natürlich. Ich habe einen anderen Spieler gefragt. Das Problem war, das war irgendeine Höhle im Tal. Ich fürchte. Tut mir leid, aber ich bin heute schrecklich durcheinander. Okay. 6000 Credits! Okay, wir brauchen starken Sand, wir brauchen Dörrholz, alte Knochen und Helix-Relikte. Wie ein Pokémon. Wir müssen Pinzeron, Skelettai, Skelettai, ja. Im Turbogeier und Tim besiegen. Wir müssen 5 Wegpunkte im Maronental finden. Oh Gott, das Ding ist ja riesig. Und die Maronensonde in der Höhle. Von der wir nicht wissen, wo. Danke, komm bitte wieder, sobald du alles hast. Aha. Falls du vergessen hast, wie die Sonde aussieht. Ja, genau, das wird die neben mir. Ja, ich weiß. So dement bin ich dann auch noch nicht. Weil ich mich über Demenz eigentlich gar nicht lustig machen will, weil Demenz ist eine üble Sache. So? Wie viele Kisten gibt's hier? 36. Oh Leute, wir werden ein Stück sein. Ich will euch nicht anlügen, das wird ein Stück dauern. Okay, hier sind ein paar Skorpione. Au! Ich habe gar nicht geguckt, wie die heißen. Aber die kriegen auf jeden Fall okay einen Schaden. Halten nicht so viel aus. Kann ich ehrlich gesagt mit leben. Gebrochen! Komm her. Gut. Ich will jetzt auch gar nicht so lange grinden. Ich mache das jetzt einfach mehr ein bisschen fixe. So fix ich das hier abschließen kann, ohne es zu rushen, weil ich trotzdem alles genießen will. So, wir wissen, da drüben ist eine Kiste. Da kommen wir eigentlich auch ziemlich easy ran. So. Dörrholz. Dann können wir die auch gleich wieder entfernen von der Karte. Das war ja geschickt. So, wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich von einer anderen Map. Oder? Muss ja so sein. Gut, dann gehe ich nach Süden. Ach, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich studiere? Ich wusste es. Ah, ah. Also, ich bin da in so einem Kurs, der Gruppenaufgaben stellt. Ui, und heute hatte ich deswegen Ärger. Warum? Das ist ein bisschen kompliziert. Oh. Die Arme. Aber da muss sie durch. Bam, 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 bam. Ich meine, muss halt mal. Ich meine, ja, es ist schwierig, vor allem wenn es so ein geiles Game ist, mal nicht 12 Stunden am Tag suchten. Ich kenne das aus Path of Exile, 18 Stunden ist schon echt viel. Weg nach Bergen, Weg nach Baki-Ikum und Maronen-Oase. Wir gehen natürlich zuerst zur Oase. Aber da muss man sich halt einfach mal ein bisschen zusammenreißen und disziplinieren. Selbstdisziplin ist das Schlüsselwort. Reiß dich einfach ein bisschen zusammen. Sei kein Opfer. Ich bin im Kampf. Ich kann nicht auf meine Map. Kreuzung. Kiste. Hep. Ein Sandsturm. Hier geht's mit Süden raus. Na gut, Sandsturm. Ist das ein Skelettai? Jo. Au! Oh nein, Landsharks. Na komm raus. Sei doch nicht so. Ja, komm. Bum, 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 bum. Sei doch nicht so, komm her! Nicht so her! Gut! Dun, 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 dun. Hier komme ich nicht hoch. Oh mein Gott, das ist ja über mehrere Level hinweg
riesig, das gibt's ja nicht. Okay, was ist hier drüben? Die Oase. Na gut. Bevor ich hier weitergehe, sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Crosscode. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wuffel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.